Ich rauszoome, das ist jetzt blöd. Okay, die 1, aber was ist denn das? 25%? Ja, super. Dann nehmen wir die mal noch rein. So. Nehmen wir die und die. Und den auch noch. So, und das auch noch. Und das auch noch. Das auch noch, weil es so schön war. Ach, blöd. Ich kann das gerade irgendwie nicht. Zugriff gewährt. Ein Nuke-Virus, muss ja sein. Limp-Proteste, bla bla bla, super. So viel, wie ich jetzt mittlerweile für das Hacken ausgegeben habe, ey, Wahnsinn. Na dann. Hier sieht es nicht gut aus. Na, super. Wie jedes Mal. Ich will mich mit irgendjemandem unterhalten, ich gehe in das Apartment und ich sehe Blutflecken. Es ist doch immer das Gleiche. Aber hier ist anscheinend ein ziemlicher Kampf gewesen, weil wenn jemand hier durchsucht oder irgendwas macht, dann... Wow. Hier ist also jemand nach unten gefallen. Moment. Hier wurde jemand angeschossen oder irgendwas. Hier ist was passiert. Aber hier sind keine weiteren Spuren, die auf irgendeine Bewegung oder sowas hindeuten. Hier ist irgendwas passiert. Er hat getropft. Hat es wahrscheinlich noch gehalten. Hier so. Nochmal das Ganze passiert und dann wurde er weggeschliffen. Und davon steht jemand, der anscheinend ziemlich gut im Leben steht. Oder gut im Saft, wie man es auch sagt. Hab ich gerade was gehört? Was? Okay. Der hat nichts. Und der scheint mir der andere zu sein. Gott, Brent Redford, der bin ich. Noch. Woher kennen Sie meinen Namen? Was war hier los? Helfen Sie mir. Dann scheint ein Omega-Typ zu sein. Oder ein Alpha. Ich habe ein OP-Kit. Irgendwo hier. Finden Sie's. Sie brauchen einen Arzt. Ich hole Hilfe. Nein, keine Zeit. Die könnten zurückkommen. Ein Alpha. Jederzeit. Finden Sie das Kit schnell. Was ist mit seinem Stirn los? Das ist ganz komisch. Okay, ich über... Ohne ja, super. Schmerzmittel, Arschloch. Super. Ich rede nicht ohne. Ja, dann gehen wir mal kurz. So, wo ist jetzt dieses blöde Schmerzmittel? Ist denn das? Ah, hier ist was. Redfords Medikit. Wundervoll. Nehmen wir auch mal mit. Haben Sie das Kit gefunden? Ja, alles da, Mann. Alles da. Schmerzen. Morphium. Das weiß ich mal nicht so haben hier. Das müsste die Schmerzen lindern. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Diese Mistkerle. Ich hätte es wissen müssen. Jetzt ist es auf einmal ein Alpha. Was ist denn jetzt los? Kann sich auch nicht entscheiden. War mir klar, dass mir dieser verdammte Fall um die Ohren fliegt. Seraph. Sie sind also der Schnüffler, den er angeheuert hat, um mich abzuklopfen. Detective. War ich zumindest bis... Ah, scheiße. Ich kann kaum noch atmen. Klasse. Die Typen, die mir das angetan haben, waren Profis. Es sind immer Profis. Der Boss ist sauer, weil die falschen Leute Staub aufwirbeln. Welche Leute? Was haben sie rausgefunden? Wir haben keine Zeit für Details. Mhm. Meine Speichereinheit, diese Mistschweine. Dorthin sind sie unterwegs. Ich habe für Seraph viel Scheiße über sie ausgegraben. Na klasse. So, dass sie selbst nicht wissen. Über ihre Eltern. Ihre echten Eltern. Wow. Die Tests. Das Feuer. Was sind Sie, Jensen? Irgendein Freak? Ruhig, Redford. Könnte sein. Den Fall eingemottet. Ist alles in einer Gasse. Na, klasse. Hinter der Bank. Dort sind Ihre Dateien. Dankeschön. Aber Michelle. Michelle weiß mehr. Oh. Sie müssen diese Kerle aufhalten. Jetzt die Frage: Wer ist Michelle? Über. Scheiße, Sie. Roboter. Das ist alles Ihre Schuld. Okay. Geben Sie mir noch Schuss Morphium oder fahren Sie zur Hölle. Tja, klar, immer wieder ruhig, ich. Ruhig, Redford. Ah, tut das gut. Ich könnte mich an das Zeug gewöhnen. Hey, ich bin schon viel gesprächiger, Robotermann. Okay, was ist denn mit Seraph? Warum hat Seraph Sie zurückgepfiffen? Sie sagten, er hatte Angst.
Wissen Sie auch wovor? Das würden Sie mir nie im Leben glauben. Scheiße. Ich glaub's ja selbst nicht. Was für Geister eigentlich? Glauben Sie an Geister, Jensen? Seraph hat noch Angst nicht vor Geistern. Fast richtig. Ach, Illuminaten. Die. Verschwörungstheorien. Alles scheiße. Aber sie riechen danach, Jensen. Und zwar stark genug, dass ihr Boss, einer der mächtigsten Männer der Welt, wegschaut. Wow. Sie sind ein Geist, ein wandelnder Albtraum. Ja, das ist mir auch mittlerweile alles aufgefallen. Alles, was sie berühren, stirbt. Ach, nicht wirklich. So, und wer ist denn Michelle? Sie haben jemanden namens Michelle erwähnt. Wer ist Michelle? Ihr Schutzengel. Na, wer klasse ist sie? Sagen Sie, glauben Roboter? Glauben Roboter überhaupt an Engel? Oder ist das bei euch abgeschaltet? Haben sie eure Seele entfernt, als sie euch gebaut haben? Keine Ahnung. Sagen Sie, wie war es, als sie starben, Jensen? Ich weiß, sie haben Schmerzen und das Morphium... Ich wusste es doch von Anfang an. Bevor die sie finden, das sind sie schuldig. Und der Bar, der gute Jensen wurde also wieder vollkommen neu, rundum erneuert. Männer in Anzügen. Einer von ihnen, David oder Daniel oder so ähnlich. Britischer Akzent. Er hatte das Sagen. Er erwähnte einen Mr. Gray. Das sind sie immer Briten. Eine. Vier von denen und einer als Nachhut. Schwer bewaffnet. Diszipliniert. Ich hatte keine Chance. Vielleicht hält diese Metallhülle diesen Körper nennen. Ja, mehr aus als meine. Eindeutig. Was haben die gesucht? Sie, Roboter. Sie wollten meine Informationen. Wow. Über sie. Jemand Mächtiges interessiert sich für sie und ihre Vergangenheit. Ich würde auch gerne mal wissen, was ich denn genau bin. So, gehen wir mal kurz zurück und mehr Details bitte über die Aufgabe. Ich weiß, Sie haben starke Schmerzen, aber Sie müssen mir alles sagen, was Sie wissen. Es gibt eine Speichereinheit. Na, sehr schön. In der Gasse, hinter der Bank. Ja, die hatten wir schon mal. In der Nähe des Polizeireviers. Ah. Dort wollen die Typen hin. Ich habe ihnen nichts gegeben. Da ist ein Safe. Er enthält, was sie wollen. Er führt sie zu ihr. Zu Michelle. Der Safe. Sie haben nicht die richtige Kombination. Ich habe das Gefühl, die Person namens Michelle kenne ich schon. 6, 2. Nicht na klasse. Vergessen. Hier gibt's nur vierstellige Zahlencodes. Und die Belohnung. Können Sie mir etwas geben, was mir weiterhilft? Nehmen Sie sich, was Sie wollen von ihr. Oder der Speichereinheit. Es gibt ein Waffenlager. Und etwas Geld. Dort. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt ziemlich alles aus dem rausgeholt, was geht. Aber ich rufe Ihnen Krankenwagen. Sie kommen durch. Nein. Ja, klasse. Tiere. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte meine Waffe ziehen, als mich die erste Kugel erwischt hat. Die zweite. Oh. Die haben mich lahmgelegt. Sie machen sich zu viele Gedanken. Das liegt bestimmt am Morphium. Ich weiß, wie Morphium wirkt. Na, ist und doch ich gut. Ich weiß, was eine aus nächster Nähe abgegebene Kugel mit dem Brustbein. Sie ja, ziemlich viel kaputt, meistens. Ich will kein Freak werden. Selbst wenn ich mir die OP leisten könnte. Die Augmente. Ich will keine Maschine werden. Immer nur am Rumheulen. Das geht gar nicht. Ich werde den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich habe keine Lust, in Windeln zu scheißen. Hören Sie, ein bisschen Morphium da. Nur 2 Injektionen. Das müsste reichen. Bitte. Klasse. Wenn es sein muss, flehe ich Sie sogar an. Lassen Sie mich nicht so zurück. Ach. Wenigstens das schulden Sie mir. Ja, Schulden auf einmal, na gut. Warum hassen Sie die Augmentierungen? Warum hassen Sie die Augmentierung so sehr? Weil sie falsch ist. Man wieso? Man kann
doch nicht einfach den Lauf der Dinge ändern. Doch, kann man. Sie können die Natur nicht ersetzen durch eine Imitation. Wenn sie gut genug ist, bestimmt. Das ist unnatürlich. Genau das könnte sie retten. Nein. Man verliert mehr als... Was bleibt auf dem OP-Tisch zurück? Aha. Das sollten Sie inzwischen wissen. Es ist nicht richtig. Naja, eigentlich überhaupt nicht. Also, mach rein von der Logik her. Und jetzt, ich klicke jetzt nirgendwo erstmal hin. Das wird erstmal kurz grunderläutert. Also, das ganze Zeug soll unnatürlich sein. Frage, wieso? Es ist von jemandem gemacht worden, der anscheinend zur Natur gehört. Deshalb ist das, was er zu schaffen glaubt, auch irgendwie natürlich. Weil die Mittel und Wege, die dazu benutzt wurden, natürlich sind. Haha. Deshalb gibt es sowas wie unnatürliche Sachen überhaupt nicht. Muss man mal eine scheuern hier. Na gut, dann... Selbstmord ist nicht natürlich. Genau wie Selbstmord. Richten Sie nicht über mich, Robert. Sie wissen ja nicht, was ich durchgemacht habe. Los, für Sie ist es doch ein Klacks. Seraph hat sicher keine Klingen in Ihre Arme eingebaut, damit Sie seine Hecken stutzen können. Das wäre mal eine gute Idee. Ich mach das nicht nachfragen. Warum hassen Sie Bababa? Okay, also er ist eigentlich ein Alpha, bezaubern. Ob das kann eingewirkt werden, ist er nicht. Omegas reagieren auf Druck, Alphas lehnen sich aber dagegen auf. Den kannst du nicht bedrücken. Alphas können besänftigt werden, Betas reagieren auf diesen Einsatz. Verärgert, na klasse. Aber das ist gut, besänftigen wir den nicht, mal. Ich glaube nicht, dass sie sterben wollen, Redford. Sie haben einfach Angst. Die hatte ich ja auch. Ich wollte das nicht, genau wie sie sich keine Kugel anfangen wollten. Sie können weder mich noch Seraph oder die Technik für all das verantwortlich machen. Ohne Sie und Ihre verdammte Vergangenheit liege ich jetzt nicht hier. Gib doch gleich. Ich hätte den Job nicht annehmen dürfen. Und da ist sein Fehler, da haben wir es da. Das Geld. Genau, natürlich, wie jedes Mal. Selbst wenn ich wollte, könnte ich mir keine Augmentierungen leisten. Und ich will nicht für den Rest meines Lebens ein Krüppel sein. Schwere Zeiten zu überstehen macht uns menschlich. Fleisch, Blut und Knochen sind nicht alles. Ich bin vielleicht eine Maschine, aber ich lebe. Ich bin immer noch menschlich. Schöne Worte. Ja. Für einen Roboter. Immer das wieder. Muss ich zugeben. Ist es nicht fertig? Ich lasse mich auf Ihr kleines Spielchen ein, das Sie hier abziehen. Ich nehme das alles auf mich. Oh. Aber nicht wegen dem Bockmist, den Sie mir hier auftischen. Mir geht's um die Wahrheit. Und Rache. Rache muss nicht sein. Typen angeheuert hat. Ich mach diese Hurensöhne fertig. Und mir ist scheißegal, wie lange das dauert. Das wollte ich hören. Ja. Und Jensen? Was ist denn jetzt noch? Ich habe keine Ahnung, wie schwer Sie verletzt waren, aber Ihr Boss, Ihr Freund Seraph, die haben Sie verpfuscht. Inwiefern? Sie sind zu weit gegangen. Na, was haben Sie denn bitte Sie gemacht? Ein Experiment. Ein Test. Aber er war es, der Sie zur Waffe gemacht hat. Sie tun mir fast leid. Naja, fast. Also, die Waffe an sich ist nie der Schuldige, sondern immer der Finger am Abzug. Solange man das kontrollieren kann, ist alles in Ordnung. Was? Scheiße, tut das weh. Ja, ich hoffe doch. Wir hatten gerade eine ziemlich tiefgängige Diskussion über ja, Menschlichkeit und so. Also dann, die Bank. Wo ist die? Ich muss erstmal hier raus. Ich bin aber nicht von hier gekommen. Ich bin da irgendwo lang gelaufen. Einmal hier quer durchs Zimmer und irgendwo da lang. Und dann hier irgendwo aus dem Fenster. Oh, ich bin einmal im Kreis gelatscht. Hey, kann nicht mal passieren. Da. Bridget, ich habe Redford gefunden. Er wurde von Männern in Anzügen angegriffen. Private Sicherheitsleute, Typ Geheimdienst. Ich verfolge sie. Was ist mit Redford? Haben Sie was aus ihm rausgekriegt? Er ist Natürlich. In ziemlich schlechter Verfassung. Sie müssen sofort einen Krankenwagen zu seinem Apartment schicken. Verstanden. Und, Jensen, lassen Sie sich nicht umlegen, okay? Oh, Francis, Sie machen sich nicht Sorgen. Bilden Sie sich bloß Das ist ja ein. Super. Mir geht's nur um die Sicherheit der Firma. Genau. Die ist gefährdet, wenn sie tot sind. Also, keine Dummheiten. Na, wenigstens einer mit ein bisschen Verstand. So, die Dinge sind so lange richtig, wie man die auch für richtig halten kann. Aha.
So, da muss ich. Bin ich jetzt klar, der auf der falschen. Falsch gelaufen, glaube ich. Kann auch sagen, ich habe mich verlaufen. So, ein Bock ist. Ja, ich bin eindeutig falsch gelatscht. So, jetzt die Frage, wo war gleich nochmal dieser blöde. Ich bin hin um Polizeirevier. Das heißt, da hinten um die Ecke, wunderbar. Ich habe fast das Gefühl, das Feuerlehr wird mich verbrennen, sobald ich hier zu nahe komme. Was ist denn hier passiert? Na, klasse. Moment. Hier geht's weiter, 200 Meter in die Richtung, und hier muss ich lang. Schon mal. Gut. Bam! Und wieder einer weniger. Bam! Oh, da ist noch einer. Rechts. Was ist los? Ich hab doch eins gedrückt. Mann. Ah, letzten Spielstand laden. Oh Gott, das ist vor allen Dingen bestimmt direkt im Kampf gewesen, als ich da gespeichert habe, oder? Bestimmt. Wie jedes Mal. Ah, nee, wunderbar. Alles noch im grünen Bereich. So. Okay, speichern. Also ich habe eins auf alle Fälle gedrückt. Ich weiß überhaupt nicht, was hier auf einmal los ist. Okay, das muss ich erstmal dahin legen. Natürlich ist er das. Ich weiß, Mr. Gray landet mit heute Abend. Da. Wir arbeiten dran. Ja. Seraph, David Seraph. Oder? Mr. Dare? Nee, Darrow. Hugh Darrow. Wir haben jemanden bei ihm gelassen. Wir können jederzeit weitermachen. Ich weiß nur nicht, wie viel er noch aushält. Och, was ist denn das? Das haben wir schon versucht. Hören Sie. Er kann den. Ich hab hier einen Bewusstlosen! Und noch einer. Wow. Wer oder was ballert denn hier? Oh oh. Na komm schon. Und einer weniger. So muss das sein. Okay, das ist einer. Hoffentlich sieht er mich nicht. Bam! Oh, fast vom Runterfallen hier. Aber egal, ich kann ja fallen. Alles in Ordnung. Und der hat eigentlich auch noch irgendwo eine Waffe gehabt, ne? Die, genau. Na da. Wo ist denn dieser PDA? Blablabla. Stevens, Mr. Gray. Weiß oder was auch immer. E-Book brauchen wir auch keine mehr. Das hier können wir eigentlich mal wieder halftern. Und da haben wir auch noch einen liegen. Nichts drin. Moment. Das nächste nehmen wir mit. Das können wir auch noch mit benutzen. Ist hier noch mehr in diesem Safe-Spot? Egal. Das wird mal wieder sehr interessant, dieses. Wobei, erstmal hier dieses Ding hacken. Dürfte schnell gehen, hoffe ich jetzt mal. Erstmal die. So, und das noch. Ja, wunderbar. Ist das geil. Zugriff gewährt. Alles gemacht. Gute Arbeit, Brand. Weiter so. Ba-ba-ba, Redford. C-Freundin und so weiter. Was haben wir hier? Redfords Depot untersucht. Sauber. Jetzt muss ich nur noch 40. 6, 2. Was haben wir denn hier Feines drin? Feuer zerstört. White Helix Labs. Werde ich gleich mal noch angucken. Die Fotos nehmen wir auch gleich mit. Lass mal die Dinger. So.
Twisted Cedar, Bababa, Michigan, Pine. Am 10. Juli wurde die örtliche Feuerwehr zu den White Helix Labs gerufen. Bei ihrer Ankunft stand das Hauptgebäude bereits vollständig in Flammen. Während White Helix Geschäftsführer Michael Barris zu keiner Stellungnahme bereit war, wurde durch das Feuer laut einer Aussage auf der gebührenfreien Hotline des Unternehmens niemand verletzt. Diese Ansage wurde später entfernt, als die ersten Leichen aus der Ruine geborgen wurden. Die Bergungsarbeiten sind noch in vollem Gange, erklärte Brandmeister Minnie Hawkins, der die Umstände des Feuers vor laufender Kamera als sehr verdächtig bezeichnete. White Helix Labs, eine Tochtergesellschaft von VersaLife, ist eine auf kindliche Gendefekte spezialisiertes Bioforschungsunternehmen. Ah, Gendefekte. Und dieser Gendefekt wird wahrscheinlich deshalb benutzt werden, um die Implantate nicht abzustoßen. Na, dann schauen wir uns mal kurz hier das ganze Zeug nochmal an. Was sind diese komischen E-Mails? Ex-Freund ihres Mannes wird eigentlich nur runterladen, bababa, irgendein Nuklear-Snake, bababa. Brauchen wir nicht. Dann gegeben sie mir vorhin Genius Labs ihre Tests mit der Hand machen lassen. Weiß die betroffene Person, dass seine Eltern nicht seine Leiblichen sind? Mich hat es überrascht, laut der alten Krankenakte, die ich ausgegraben habe, war seine Mutter unfruchtbar, aber sein Vater hat auch keine gemeinsamen Phänotypen. Sehen Sie selbst Mutter, Margie Jensen, Weiße, Arthur Jensen, Weißer, Kind Adam Jensen, getestet die Gensysteme, Vaterschaftsindex, Vaterschaftswahrscheinlichkeit 0. Herr Bishop, bababa, damit sind wir quitt, das brauchen wir nicht. Gute Arbeit. Ich habe Adam Jensen psychologische Beurteilung nach dem SWAT-Zwischenfall mit diesem augmentierten Jugendlichen gefunden. Ich könnte zwar einen Blick in den Ordner werfen, ihn aber nicht kopieren. Noch nicht, aber so viel vorab. Die Beurteilung fällt nicht gerade gut aus. Problemen mit Autoritätspersonen, Missachtung der Befehlskette, aggressives Verhalten, möglicherweise eine PDPS. Trotzdem, als Sie mich angehört haben, sagten Sie, ich soll zwischen den Zeilen lesen. Genau das tue ich. Jetzt die Beurteilung ist ein Witz. Wenn Sie mich fragen wollten, irgendeine angefressene Vorgesetzten Jensen abschießen und hat die Beurteilung entsprechend formuliert. Ich habe mit einigen Soldaten gesprochen. Die meisten von ihnen mochten Jensen und hatten Respekt vor ihm. Sie hielten ihn nach wie vor für einen ehrlichen Kerl, trotz des SWAT-Zwischenfalls und sogar meine Quellen mochten ihn offenbar genug, um seine Beurteilung verschwinden zu lassen. Stevens, anbei hatten Sie eine Kopie von Mr. Great Reiseroute und ist unbedenklich, bababa, unbedingt, bababa. Okay, was ist das noch? Ich habe einen Tipp für dich.